Daten hinein in Bewegungswoche Nummer 109. Guten Morgen, recht herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid, egal wo auch immer ihr heute mitzuhört. Ich begrüße an dieser Stelle auch alle Damen und Herren, die vielleicht heute zum ersten Mal mit dabei sind, die jetzt gesagt haben, ah, es wird Zeit, dass ich endlich etwas tue. Ja, einsteigen kann man bei uns jederzeit und würde sagen, wir kommen auch gleich zur ersten Übung. Dazu schauen wir, dass wir ungefähr so mal ein bisschen so schon schulterbreit stehen. Und worauf wir immer achten, ist natürlich, unser Nabel zieht Richtung Wirbelsäule. Ja, wir machen uns groß, genauso ist es. Schultern, ja, ziehen wir nach hinten. Atmen einmal ein, einatmen und atmen wieder aus. Sehr schön, jetzt sind wir da. Genau, und jetzt beginnen wir uns von rechts nach links zu bewegen. Wir pendeln einmal, das ist der sanfte Start hinein in die neue Woche. Ja, Montag haben wir. Wie war euer Wochenende? War einiges los, Samstag Rommegala, ja. Gestern der Wien-Marathon, volles Programm, ja. In den Programmen von ORF 1 und ORF 2, ja. Da war richtig was los. Ja. Ja, schön langsam von rechts nach links, aber ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen bewegt. Ende der Woche draußen spazieren, Nordic Walken, Tennis spielen, Golfen, Radfahren, wie auch immer. Ich weiß schon, das Wetter war halt überall nicht gerade besonders, einmal Regen. Einmal Sonne, aber heute strahlt die Sonne in unserem Herzen. Wir setzen unser Lächeln auf und freuen uns auf Energie, auf Positive, auf unsere nächsten ungefähr, glaube ich, 18 Minuten heute. Ja. So, jetzt werden wir eine Spur größer. Ja. Und jetzt nehmen wir die Arme dazu, beginnen dann mal langsam von rechts nach links und schauen uns dabei auch gleich das erste Foto an. Das zeigt uns die Omi Hermi aus Ehrenwald in Tirol an der Zugspitze mit den Enkeln Hanna und Marina. Da schaut's her, da sind sie schon dabei. Genau, die Omi erfreut, die Omi sportlich, haben wir gesehen. Ja, und wir schwingen, das heißt tanzend könnte man sagen, wenn man ein bisschen auf die Musik hört. Bam, genau, zack. Die Einsteiger fangen klein an von der Bewegung und die Fortgeschrittenen, die können jetzt richtig hier schön groß und ausladend werden von der Bewegung. Das heißt, das Ganze gleich etwas dynamischer zu beginnen. Das ist herrlich. Jawohl. Zack. Jawohl. Sehr schön. Ja, der Tag rückt näher. Ich sag nur, 25.06. Donauinsel. Da treffen wir uns hoffentlich alle. Und dann turnen wir gemeinsam live vor Ort. Ja, könnt ihr eintragen im Kalender. 25.06. Wiener Donauinsel. Sehr schön. Okay, so, wir kommen zur Mitte, pendeln uns ein. Nächster Schritt, wir fersen an. Stell mich dazu seitlich hin. Und zwar, man kann sich auch gerne anhalten, wenn man sich unsicher fühlt. Ja, anfersen, langsam beginnen. Ja, ganz langsam. Genau, sehr schön. Langsam. Und dann natürlich die Fortgeschrittenen. Die werden auch da wieder ein bisschen dynamischer. Kann man auch wieder in die tanzende Bewegung gehen, kann man sagen. Dann hat es noch mehr Power, noch mehr Action ist da drinnen. Ja, beschwingter startet man den Tag hinein. Aber natürlich auch die Damen und Herren in der Gehhilfe, im Rollator oder wenn man sich anhält. Alles in Ordnung. Jeder so gut kann, jeder so gut er kann oder jede so gut sie kann. Sehr schön. Genau, rechts, links. Ja, dann haben wir den Bruno noch. 75 Jahre ist er jung. Aus Hofkirchen im Traunkreis und er ist fast immer dabei. Ja? Da ist er schon, schau, ja, Utensil unten durchgeben, sehr schön. Fast immer ist auch in Ordnung, ich sage, jede Bewegung ist in Ordnung. Wichtig ist die Regelmäßigkeit. Wenn ihr sagt, ihr habt jetzt da nur 3 Tage in der Woche, dann macht aber das regelmäßig, jede Woche 3-mal. Natürlich, jeden Tag ist optimal, ja? Aber besser 3-mal. Als gar nicht. Ja. Und deswegen bitte tragt euch auch eure Zeit in den Kalender ein. Das ist, sind eure knapp 20 Minuten, 18, wie gesagt, sind es heute, ja, für eure Gesundheit, euer Wohlbefinden. Sehr schön. So, nächster Schritt, den wir machen. Ich drehe mich kurz einmal um und jetzt versuchen wir mit unseren Fersen unsere Fingerspitzen zu berühren. Aufpassen, nicht draufhauen. Ja, sonst kann es wieder noch da. Können wir ein bisschen schwungvoller das Ganze gestalten. Ich komme wieder zu euch nach vorne. Sehr schön. Wenn es geht, setzen wir unser Lächeln auf. Ja, sehr gut. Rechts, links. Genau. Ja, Atmung fließen lassen.
Ja, der Sommer, gell, der lässt ein bisschen auf sich warten. Also der Frühling ist zwar schon da, aber so richtig, gell? Einmal kalt, einmal warm. Kennt sie nicht so richtig aus. Ja? So, nächster Schritt. Und zwar diagonal. Dazu drehe ich mich wieder um. Sieht so aus. Linke Ferse, rechte Fingerspitzen und umgekehrt. Ja? Langsam beginnen. Und auch da kann man dann natürlich größer werden von der Bewegung. Genau. Haben wir gleich ein bisschen was Koordinatives mit dabei. Sehr schön. Sieht gut aus. Ja. Rechts, links. Genau, dass wir gescheit aufgewärmt sind für die nächsten Übungen, die heute noch im Programm hier stehen. Okay, kommen zur Mitte. Schütteln ganz kurz aus. So, bei der nächsten Übung wieder ein Klassiker. Das ist wichtig, dass wir eines unserer beiden Beine, das Standbein, verwurzeln. Bei mir ist es das linke. Anhalten, wie gesagt, alles möglich. Ja? Dann lösen wir aus. Das heißt, wir haben den Kniehub. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Spreizen ab, ziehen an, ja, und strecken wieder. Und mit dem anderen Bein, ja, machen wir Folgendes. Das heißt, genau, heben wir an, abspreizen, anziehen, strecken. Also beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Das heißt, erste Übung, Kniehub, abspreizen, anziehen, strecken. Und dann haben wir beugen, abspreizen, anziehen, strecken. Das ist unsere Übungsabfolge. Ja, sehr schön. Und versuchen, so gut es geht. Genau, wenn es kleine Bewegungen sind, wo man sagt, ich fange da mal an, schau mal, alles in Ordnung. Ja? Ihr bestimmt darüber, ihr selbst habt das am besten im Gefühl. Also ihr spürt es selber, was tut mir gut, ja, wie weit kann ich gehen. Mhm. Aber immer dran denken, wir wollen uns was? Wir wollen uns verbessern. Sehr schön. Und wieder abspreizen, anziehen. Sehr schön. Ja. Habe ein gutes Interview gelesen von Rolf Möller. Vielleicht kennen den einige. Hat gespielt unter anderem beim, wie hat er schon geheißen, der Film schon mitten? Na, was war denn das schon? Der Gladiator zum Beispiel. Deutscher Hühner, ehemaliger Bodybuilding-Weltchampion oder so. Mr. Universum, glaube ich, war einmal. Er ist jetzt auch schon über 60. Und er hat gesagt, ja, Mobilisation, denen ganz ein wichtiger Faktor, desto älter wir werden. So, einmal noch rechts, zack, einmal noch links und wir wechseln unser Bein. Ja. Das heißt, rechtes Bein ist zunächst einmal unser Standbein und jetzt wieder Einsteiger, fortgeschrittene Profis, abspreizen und jetzt beugen, abspreizen, anziehen. Genau. Und durch diese regelmäßigen Wiederholungen, ja, werden wir besser. Beziehungsweise, was natürlich der Vorteil ist, bei dem, was wir täglich tun, das heißt, wir können dem Muskelabbau da entgegenwirken und unser Niveau halten, weil für alle, die es noch nicht wissen, so ab dem 30. Lebensjahr, ja, kannst du pro Jahr bis zu 1%, ja, deiner Muskulatur abbauen. Und das wollen wir nicht. Die Muskeln brauchen wir ja, damit wir kräftig sind. Sehr schön. Und wieder. Sehr schön. Jawohl. So, und jetzt möchte ich euch ein Video zeigen. Das hat mich sehr inspiriert. Das ist ja Wahnsinn. Und zwar meine Cousine Josie, schreibt die Helga aus Innsbruck, nach einem schweren Schlaganfall, ja, ist sie halbseitig gelähmt. Ja, aber sie versucht, so gut wie möglich mitzumachen und sie ist begeistert dabei. Ja. Dankeschön, Josie, du bist ein Wahnsinn. Wirklich sensationell. Dankeschön. Ja. Also, es gibt keine Ausreden. Unsere Grenzen, die sind nur im Kopf. Wir haben es selber in der Hand. Ja. Gesehen, Josie sollte für alle ein Vorbild sein. Ja. Die gibt wirklich ihr Bestes. Sehr schön. Und wieder retour. So, schütteln kurz aus. Jetzt, nächste Übung. Dazu gehe ich einen Schritt zurück. Machen wir mal die Hände Hochposition. Dann steigen wir nach vorne. Da stabilisieren wir gescheit. Ja, unser Ausfallschritt. Und jetzt kommt Oberkörper einmal rechts. Einmal links. Wir steigen retour. Anderes Bein nach vorne. Auch da wieder schauen, dass wir gescheit stabilisieren. Ja, ja, und erst dann einmal, zweimal und wieder retour steigen. Und auch da haben wir natürlich dann unterschiedliche Bewegungsgrößen. Das heißt, die Einsteiger beginnen klein. Die Fortgeschrittenen gehen etwas weiter nach vorne. Ja, da wackelt es auch ein bisschen, das ist okay. Und die Profis können richtig weit nach vorne gehen. Also das hat schon was, ja. Es ist für jeden was dabei.
Sehr schön. Und wieder retour steigen. Aber wie gesagt, zuerst darauf achten, nach vorne stabilisieren, dann einmal, zweimal, wenn es geht mit einem Lächeln, anderes Bein nach vorne, hoppala, habt ihr gesehen? Auch leicht gewackelt, zack, einmal, zweimal und retour. Und wieder nach vorne, sehr schön. Und wieder eins, zwei. Oder halt in der Einsteiger-Variante. Ja? Lasst euch Zeit, achtet auf die sorgfältige Ausführung. Fortgeschrittene zum Beispiel ein bisschen weiter, wie gesagt. Oder die Profis können richtig weit nach vorne steigen. Da merkt man, da muss man stabilisieren, gell? Und jetzt einmal, zweimal, hopsi. Hört's her. Und auch gewackelt. Ja? Ist ganz okay. Und wenn es bei euch heute auch so sein sollte, es ist nicht jeder Tag gleich. Und wichtig ist die Konzentration. Und wieder retour. So, und einmal noch rechts, hopsi, links. Und wieder nach vorne, links, rechts. Und wir kommen retour und schütteln aus. So, Oberkörper ist angesagt. Wir schauen, dass wir ungefähr so hüftbreit, hüftschmal stehen. Ja, und jetzt beginnen wir mit ganz locker hier Schultern zu kreisen. Na, ist schon ein bisschen warm geworden heute, gell? Ja, ja, wirklich beeindruckend, die Josie, das Video, was wir zuvor gesehen haben. Also es gibt keine Ausreden, ja? Und es gibt auch nicht den optimalen Tag. Wir kreisen einmal nach vorne. Ja, der optimale Tag ist nie, ja? Aber der optimale Zeitpunkt, um einzusteigen, für alle, die jetzt zu Hause sitzen, der ist jetzt. Und das könnt ihr nicht sehen, sogar mein Kameramann, der Didi, ja, der kreist auch schon mit, ja? Zu meiner Linken, macht auch schon mit. Also wer jetzt zu Hause sitzt und gerade nichts tut, geht schon, komm, in der Küche, wo immer ihr seid, einfach mitzukreisen. Jetzt nehmen wir die Ellbogen mit, werden wir ein Spur größer. Genau, kreisen wir nach hinten, sehr gut. Kreisen wir nach vorne. Und jetzt werden wir größer mit unseren Bewegungen. Das heißt, wir nehmen beide Arme, genau, richtig schön gestreckt sind sie. Und wir kreisen da nach hinten. Und jetzt kreisen wir nach vorne. Sehr schön. Und noch einmal nach hinten. Okay. Schütteln aus. So, unser Butterfly. Dazu schauen wir, dass wir ungefähr so schulterhüftbreit stehen, wenn wir uns wohlfühlen. Beine, ja, leicht abgewinkelt. Jetzt gehen wir in die Position, das heißt, der Nabel zieht nach innen. Unsere Arme ungefähr so 90 Grad. Und jetzt ziehen wir da nach oben, ja. Nach oben ziehen. Zeig's einmal von vorne, Nabel zieht nach innen. Oben ziehen. Sehr schön. Einsteiger-Variante, ja. So, ja. Die Fortgeschrittenen, wir können Folgendes machen, das Ganze einbeinig. Einbeinig und wenn es zu sehr wackelt, einfach da hinten mit den Zehenspitzen abzustützen. Ja? Oben ziehen, dann natürlich auch der Beinwechsel und die Profi-Variante sieht so aus. Das heißt, einbeinig, Arme zur Seite und jetzt strecke ich die Arme nach vorne und das Bein nach hinten. Komme retour und Ellbogen wieder nach unten. Zack. Kann man gerne mal versuchen, wer es noch nicht gemacht hat. Profi-Variante. Ja, sehr gut. Dann wechseln wir das Bein natürlich. Ja, und auch da wieder versuchen. Einbeinig, wenn es geht. Abstützen, immer wieder möglich. Oder dann einmal wirklich Ellbogen zur Seite. Und jetzt lang machen, strecken, wieder retour kommen. Zack, also eins, zwei, das heißt Arme nach vorne, Bein nach hinten. Drei, vier. Ja, und das macht halt jeder so gut er kann. Sehr schön. 4, 3, 2, 1. So, ausschütteln. Weiter geht's. Unser Trizeps, der Sommer kommt. Wir wollen natürlich, ist egal zu welcher Jahreszeit, aber gerade jetzt im Sommer, dass wir da so richtig schön straffen. Dazu gehen wir die Arme nach oben. Und jetzt stellen wir vor, wir haben da so ein Seil in der Hand, das ist ein Widerstand. Genau, ja. Wir steuern da praktisch unseren Trizeps an. Da merkt ihr nicht, wenn er rauskommt. Genauso ist es, ja. Und nach oben ziehen. Sehr schön. Kann man natürlich mit Zusatzgewichten machen, muss man aber nicht. Leiberl wieder ein bisschen nach unten ziehen. Und nach vorne. Genau, Körperspannung, die ist da. Und wie gesagt, da anspannen. Ja, ansteuern, da merkt man, da kommt er raus. Genau, sehr schön. Und nach vorne. Und da kann man das Gewicht dann natürlich auch erhöhen, dass man sich vorstellt, es ist schwer, versucht es einmal. Arbeitet gegen den eigenen Widerstand. Ja, sehr gut. Ja, das geht schon. Und haben wir noch.
5, 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. So, nächste Übung. Vorletzte, bevor es ans Dehnen geht. Wir strecken die Arme nach vorne. Jetzt steigen wir mit einem Bein nach hinten. Arm dreht sich. Wir versuchen, der Handfläche nachzublicken. Kommt wieder nach vorne. So, andere Seite. Wir gehen, steigen nach hinten. Und jetzt kreisen wir, blicken unsere Hand nach, kommen wieder nach vorne. Wir steigen nach hinten, kreisen, sehr schön. Und dann steigen wir wieder nach vorne, sehr gut. Und wieder nach hinten steigen. Ja. Und wieder nach hinten. Sehr schön, nach hinten, genau, lasst euch Zeit. Nach hinten, sehr schön. Wir kommen wieder nach vorne. Ja, kann man dann ein bisschen weiter nach hinten steigen. Dich schön nach hinten kreisen. Sehr gut. Okay, nach hinten. Kommt zu euch nach vorne. Sehr schön. Hinten. Ja, gleich haben wir es. Wir kommen gleich zur Cooldown-Phase. So, noch einmal rechts. Noch einmal links. Kommen zur Mitte, steigen nach vorne und schütteln aus. Super. Oder? Herrlich. So, nächster Schritt, den wir machen. Und zwar, ja, Bein, Standbein nie ganz gestreckt, leicht abgewinkelt. Jetzt steigen wir mit der Ferse nach vorne, ziehen die Zehen Richtung Oberkörper und jetzt neigen wir uns dann nach vorne. Genau. Neigen wir uns nach vorne. Genau. Und was spüren wir? Mach es von der anderen Seite, sieht man besser. Genau, nach vorne. Haben wir hinten richtig schön die Dehnung. Genau. Atmung fließen lassen. Atmung fließen lassen. Wir wechseln das Bein, anderes Bein nach vorne. Ja, noch da wieder nach vorne beugen, nach vorne neigen. Und wir kommen wieder retour. Jetzt machen wir noch kurz was für die Atmung. Wir schauen, dass wir nach oben gehen. Einatmen, spüren die Energie, kommen nach vorne, atmen aus. Alles raus. Einmal noch die Energie. Und wieder alles ausatmen. Na, jetzt haben wir aufgeladen. Das ist Energie pur. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie immer heißt es, trinken, 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 weil die Zelle, die muss schwimmen.